Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin. Wir sind in Istanbul, hinter mir ist das Via-Land und was es hier alles gibt und was der Park zu bieten hat, seht ihr jetzt im Parkcheck. Kaum zu glauben, aber der erste Freizeitpark der Türkei eröffnete am 26. Mai 2013. Vorher gab es in der Türkei nur die kleinen sogenannten Luna-Parks, die quasi eine Art Dauerkirmes sind. Im Herzen Istanbuls im Stadtteil Eyüp stampfte man dieses 60 Hektar große Megaprojekt mit einem Investitionsvolumen von ca. 465 Millionen Euro aus dem Boden. Die Gegend rund um das Via-Land ist nicht unbedingt die beste. Und das Projekt Via-Land sollte diese wieder aufwerten. Neben dem rund 20 Hektar großen Themapark findet sich auf dem Gelände noch das Via-Land Palace 4-Sterne-Hotel sowie ein Konzert- und Entertainment-Bereich. Zudem das Via-Land Shopping Center auf zwei Etagen im Innen- und Außenbereich mit ca. 200 Geschäften. Die Arcade Hall Joy Park, ein Kino und der Reptilienzoo Jungle Istanbul runden das Angebot noch weiter ab. Hier soll es nun aber um den märchenhaften Themapark gehen, der oben auf einem Berg über der Stadt thront. Themenbereiche. Das Via-Land ist in drei Themenbereiche gegliedert, die sehr schön gestaltet wurden. Der Park ist sozusagen in drei Etagen aufgebaut und auf der obersten am Eingang findet sich der Bereich Oyun Dünyasi, die Welt der Spiele. Eine Ebene tiefer kommt Efsaneler Dünyasi, die Welt der Legenden. Zum Schluss kommt noch Macera Dünyasi, die Welt der Abenteuer. In allen Bereichen finden sich Attraktionen für alle Altersklassen. Shows. Das Showangebot ist eher gering und beschränkt sich nur auf die Cartoon Network Show am Ende des Parks. Zusätzlich sorgen aber Street Actor für Stimmung und gute Laune. Auch Radio wird direkt im Park gemacht. Auch ein klassisches 4D-Kino findet sich im Via-Land mit Ice Age No Time for Nuts 4D. Hier wird neben einem 3D-Film mit einigen Special Effects ein 4D-Abenteuer erzeugt. Themen und Rundfahrten. Dark Ride-mäßig ist das Via-Land überraschend gut aufgestellt und kann in dem Bereich überzeugen. Ein Jahr nach Parkeröffnung hat das Dark Ride-Highlight Fatih Nuruyazi 2014 seine Tore geöffnet. Der Intamin Water Dark Ride nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die Geschichte von Istanbul. Um genau zu sein, wird in diesem Ride in großen Szenen gezeigt, wie die Stadt Istanbul erobert wurde. Ein weiterer Dark Ride, den man in Booten auf dem Wasser befährt, ist Minik Kasifler. Die kleinen Entdecker sind sehr stark von Disneys It's a Small World inspiriert. Der Look, die Thematik und ein Ohrwurm-Gesangs-Soundtrack sind sich schon sehr ähnlich. Schön ist es aber trotzdem. Und wertet den Park weiter auf. Mit Safari Tunneli hat das Via-Land auch einen Shooting Ride von Alterface im Park stehen. Auf dieser abenteuerlichen Dschungelexpedition gibt es zum Teil eine normale Dark Ride-Fahrt, vorbei an netten Szenen und zum anderen Teil an Leinwänden, auf die geschossen wird. Von außen wie von innen kann die Bahn optisch voll überzeugen. Für die Kleinsten gibt es auch Treckerfahrten wie Neşeli Çiftlik oder die Autofahrt Cezur Sürükülür. Auch ein SimWorks 3D AB Simulator steht mit Angry Birds The Ride im Via-Land und befindet sich direkt am Eingang bzw. Ausgang des Parks und hatte augenscheinlich zuvor eine SpongeBob-Szenerie. Ein Riesenspaß ist übrigens Sihirli Oda. Was hier drin genau passiert, sieht man ja im Video. Der Service vom Park ist auch, dass ein Mitarbeiter euch mit eurer Kamera fotografiert. Attraktionen. Das Via-Land hat auch eine große Auswahl an Attraktionen jeder Art. Diese wurden durchweg direkt 2013 eröffnet. Zum Beispiel die SBF Visa Minijets Ujan Çokuklar, die Feuerwehrfahrt Kahraman Fayeciler oder das Nostalgie-Karussell Alti Karinca, die beide auch von SBF Visa sind. Ein klassischer Wellenflieger mit Sare Salincagi, auch Mini-Autoscooter dürfen nicht fehlen, mit Çarpisan Arabalar. Die Wasserkarussells dürfen natürlich auch in keinem Park mehr fehlen und nennen sich hier Jetski. Mini Coulee ist ein Mini Drop Tower für die ganz Kleinen. Wer es höher und schneller mag, hat Adale Kulesi von der Fabri Group im Park. Das Besondere bei diesem 50 Meter hohen Drop Tower ist, dass die Fahrt zum größten Teil Indoor ist und nur die Spitze oben rausguckt. Dadurch kickt der Drop bei der Einfahrt ins Gebäude noch mehr.
Weniger Thrill hat der Hus King Kong. King Kong, bei dem zwar die Optik top ist, die Fahrt aber nicht kickt. Action bekommt ihr da in der Nähe beim Zierer Ride Starshape mit dem Namen 360. Und damit hat ein sehr junger Park jetzt schon ein Fahrgeschäftsportfolio, bei dem für jeden etwas dabei ist. Wasserbahn. Im Vierland gibt es direkt zwei Wildwasserbahnen, die beide 2013 von Intermin in Betrieb genommen wurden. Zum einen ein klassischer Rapid River. Leider war Chilgene hier geschlossen, sodass wir nicht mehr zum 700 Meter gut eingebetteten Layout sagen können. Beim 15 Meter hohen Viking Spillwater ging dann aber mehr. Bis auf die Lifthills und die oberen Schienen ist die gesamte Anlage schön gestaltet und sehr gut im Park eingebettet. Zwei thrillige Drops sorgen für viel Fahrspaß, nur im Dark Ride Part könnte noch mehr passieren. Aber unterm Strich eine sehr nasse Wasserbahn. Achterbahn. Natürlich gibt es im ersten Freizeitpark der Türkei auch Achterbahnen. Und die sind zu zwei Drittel auch richtig gut. Direkt zur Eröffnung stand schon Küçük Madenciler im Vierland. Die SBF Visa Kinderachterbahn vom Typ Big Apple hat einen Mine-Train-Zug und steht im Kinderbereich vom Park. Hier dürfen Erwachsene nur in Begleitung von Kindern mitfahren. Ebenfalls aus 2013 ist Majara Perez. Der Family Coaster von Intermin ist mit 30 Metern Höhe und 80 km/h Geschwindigkeit alles andere als eine Kinderbahn und macht auch Großen richtig Spaß. Auch ohne viel Theming sieht die Bahn echt hübsch aus. Das Highlight des Parks hat 2014 ein Jahr nach Eröffnung die Premiere gefeiert. Nefeskesin, der 50 Meter hohe Intermin Blitzcoaster direkt am Hang, ist die Spaßmaschine von Istanbul. Bevor es durch die zwei Inversionen geht, beschleunigte LSM Launch den Zug auf 110 km/h Richtung Tophead. Damit hat die Bahn zu Recht den Namen Breathtaker. Das kurze Layout ist so gut und wird so smooth durchfahren, dass man darüber hinwegsehen kann, dass der Spaß so schnell wieder vorbei ist. Nefeskesin im Vierland ist auf jeden Fall eine Vorzeigeachterbahn und muss sich nicht hinter längeren Kollegen verstecken. Anreise und Übernachtung. Die Anreise zum Vierland ist ein richtiges Abenteuer. Das fängt beim Transportmittel an und endet mit der Auffahrt zum Park. Natürlich kommt ihr mit dem PKW oder dem öffentlichen Personennahverkehr zum Vierland. Wir empfehlen aber den Vierland Shuttle zu nutzen. An den Hop-On-Hop-Off-Stationen bekommt ihr eure Parktickets inklusive Transfer zum Park. Mehr Infos dazu gibt es auf dem Kanal bei den Reisetipps zu Istanbul. Zum Übernachten bietet das Vierland das am Anfang genannte 4-Sterne-Hotel Vierland Palace. Öffnungszeiten. Für die genauen Öffnungszeiten an eurem Besuchstag checkt auf jeden Fall die Park-Homepage. Jetzt in der Wintersaison hat der Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet und das täglich, außer dienstags, mittwochs und donnerstags. An den Tagen ist der Park geschlossen. In der Hauptsaison sieht das anders aus. Hier hat der Park dann in der Regel täglich geöffnet und das von 10 bis 22 Uhr. Preise. Die Eintrittspreise im Vierland sind inzwischen sehr fair und machen den Besuch noch lohnenswerter. Alle von 15 bis 59 Jahren zahlen 99 türkische Lira, was aktuell ca. 27 Euro sind. Kinder von 4 bis 14 Jahren, alle ab 60 und Behinderte kommen für 89 türkische Lira, also ca. 24 Euro in den Park. Es gibt auch Familienangebote, bei denen Familien von 3 bis 6 Personen pro Person 89 türkische Lira zahlen. Fazit: Beim ersten Freizeitpark der Türkei erwartet man ja erst einmal nicht viel. Dann macht man sich auf den Weg nach Istanbul in das Vierland und wird von einem schönen und gepflegten Park überrascht. Super Achterbahn, schöne Dark Rides und ein toller Park mit vielen sehr netten Mitarbeitern machen einen Besuch im Vierland unvergessen. Zusammen mit dem Side-Angebot von Mall und Entertainment Center samt Hotel macht auch ein Mehrtagesausflug Sinn. Einen Besuch im Vierland können wir euch nur ans Herz legen und weiterempfehlen. Vierland, World of Amazing Experiences.